Ja, von solchen will ich euch hier erzählen, von einigen stillen, edlen Geschöpfen, die mir im Umgang nahe gekommen sind. Es sind Bäume und sie leben in einem Garten, den ich gut kenne. Und sie leben in einem Garten, den ich gut kenne. Und sie leben in einem Garten, den ich gut kenne. Vor dem Haus öffnet sich ein weiter Blick auf eine große Rasenfläche. Darauf stehen hier und da einzelne Bäume oder kleine Gruppen. Um das Ganze führt ein langer Weg, unregelmäßig zwischen den Baumgruppen hin. Unregelmäßig, unregelmäßig zwischen den Baumgruppen hin. Allmählich habe ich sehen gelernt, welch edle Wesen sie sind. Ich bin lange Zeit unter ihnen herumgegangen, immer den gleichen Weg. Immer den gleichen Weg, immer den gleichen Weg. Wenn man so geht, fällt der Blick bald auf diesen Baum, bald auf jenen.
Und immer wieder begibt es sich, dass man ihn sieht. Man wird von seiner Gestalt berührt und befühlt seinen unbekümmerten Adel. Beuge, hoher Baum, die Zweige, werde weich an Stamm und Ast, denn dein hartes Holz muss tragen eine königliche Last. Gib den Gliedern deines Schöpfers an den Stamme linde Rast. Flecteramus arbor alta, tensa laxa viscera, et rigor lentescat ille, quem dedit nativitas, ut se perni membra regis, mite tedas stipite. Romano Guardini, Taubenschellen, Gesang, Oboen, Musik. Das ist eigentlich ein Bereich, der noch nie bisher dagewesen ist. Aber, so meinen wir, ist Romano Guardini durchaus geeignet, nicht nur ihn von der philosophischen und theologischen Seite zu betrachten, sondern auch von der künstlerischen Seite. Gerade die alte Kirche kannte den Taubenschellenflug. Wir haben Nachweise bis in das 16. Jahrhundert, dass man gregorianische Melodien, das heißt Sequenzen, Hymnen, nicht nur Veni Creator Spiritus, mit der Taubenschelle in Verbindung gebracht hat, so wie wir es hier machen, dass man die Taube über das Heiliggeistloch haben fliegen lassen. Das hängt natürlich auch mit der Theologie der katholischen Kirche zusammen. Man wollte die wirkliche Gegenwart, die reale Präsenz darstellen und sozusagen die geschnitzte oder die gemalte Taube dient nur als Ersatz. Und erst das Einzige, was sich heute noch als lebendiges Element gehalten hat, sind die Pflanzen. Tauben hat man dann aus praktischen Gründen weitgehend weggelassen. Vereinzelt in Kirchen kennt man das heute noch. Was Romano Guardini betrifft mit seiner Musik, so haben wir
aus seinen Tagebüchern Texte zusammengestellt, vor allem über die Bäume. Und dann Beuge, hoher Baum, die Zweige, gerade diese Antiphon am Karfreitag, haben wir dann auch mit seinen Texten und mit dem Schellenflug und natürlich auch mit der Musik der Oboe verbunden. Wir nähern uns Romano Guardini von Seiten der Kunst. Und ich meine auch, dass Romano Guardini genauso auch seine Berechtigung hat, nicht nur von den Theologen und von den Philosophen gesehen zu werden, sondern eben auch von den Künstlern. Ich halte ihn persönlich für den großen Mystiker des 20. Jahrhunderts und ich werde auch immer noch weiterhin beten für den Seligsprechungsprozess, das uns als Gebet vorgeschlagen ist. Es werden sicher Kritiker aufstehen und sagen, wie ist das da mit dem Tierschutz? Ist das nicht eine Tierquälerei, wenn wir Tauben da mit Schellen bestücken und die Tiere dann hier in Kirchenräumen fliegen lassen? Man muss wissen, es gibt über 1000 verschiedene Taubenrassen und jede Rasse hat ein eigenes Profil. Wir verwenden den sogenannten orientalischen Tümmler. Zur Zeit des Hochmittelalters verwandte man den bohemischen Tümmler, also aus Tschechien. Diese Rasse ist ausgestorben. Diese Tauben sind über Jahrhunderte gewöhnt, mit den Schellen zu fliegen. Wir haben auch amtsärztliche Atteste, die bescheinigen, dass die Tiere nicht gequält werden damit. Sie sind es gewöhnt, ja im Gegenteil. Sie fühlen sich wohl, wenn sie ihre Klänge hören.